habe ich noch zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher für euch. Und zwar sind das die letzten beiden Bücher aus dem Januar, die ich noch gelesen habe. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir mit dem Buch, was ihr im Hintergrund seht, nämlich Game On, trotz allem Du von Kristen Callihan. Das ist der vierte Teil der Game On-Reihe und ich mochte die ersten drei Teile schon sehr. Wobei ich sagen muss, dass der dritte Teil immer noch mein Lieblingsteil ist. Der vierte Teil spielt parallel zum dritten. Also es spielt sich auf der gleichen Zeitebene ab, halt nur parallel. Und ja, im vierten Teil geht es um Finn Menace. Finn Menace ist Quarterback und spielt in der gleichen Footballmannschaft wie Dax, der Charakter aus dem dritten Teil. Und ja, lebt in New Orleans. Finn liebt sein Leben, er liebt die Aufmerksamkeit, die er bekommt und hatte bisher auch nicht das Bedürfnis, sich niederzulassen, sich eine Frau zu suchen, Kinder zu kriegen oder irgendwas. Und ja, genießt sein Leben, deswegen halt auch in vollen Zügen, hat halt auch viele Affären und auch mal hier und da ein One-Night-Stand. Und ja, Finn trifft eines Tages auf die Fotografin Chess. Chess soll einen sexy Fotokalender von der Footballmannschaft machen und zwar soll sie Aktfotos von den Jungs machen, halt mit verschiedenen Thematiken. Und das wissen die Jungs am Anfang nicht, bis sie halt zu ihr in dieses Studio kommen. Sie sind aber so cool drauf und lassen sich dann halt darauf ein. Und als Finn und Chess dann quasi für dieses Fotoshooting sich gegenüberstehen, merkt Finn, dass irgendwas an Chess ist, was anders ist. Und was mit den beiden natürlich alles passiert und warum Chess dann irgendwann bei Finn einzieht, weil sie keine andere Wahl hat, das ist es quasi, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich muss sagen, dass mir der vierte Teil von der Handlung her wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte die Geschichte sehr. Ich fand, man hat die ganzen Zweifel sehr, sehr gut gemerkt, mit denen Finn und auch Chess gekämpft haben. Und was natürlich zur Handlung beigetragen hat, was die Spannung natürlich in der Geschichte auch gehalten hat. Und ich muss sagen, ich habe am Ende übelstes, schlimme, böse Drama erwartet. Und Chess hat mich da aber komplett eines Besseren belehrt, denn sie ist einfach so eine coole Person und ist mit dieser Situation am Ende einfach so cool umgegangen, wo ich dachte so, das ist toll, die mag ich. Also ich fand die Handlung einfach ganz, ganz toll und ich fand auch das Ganze zum Ende hin, wie das die Autorin aufgelöst hat, war mal ein etwas anderer Ansatz, war ein guter Ansatz, hat mir sehr, sehr gut gefallen, mochte ich auf jeden Fall sehr. Also Handlung kann ich nur sagen, top, gefällt mir richtig gut. Was die Charaktere betraf, fand ich die Geschichte auch richtig gut. Ich mochte Chess vom ersten Moment an und Finn mit seiner großen Klappe. Ich habe so gelacht durch ihn. Also die Geschichte hat durch die beiden und dadurch, dass die immer aneinander geraten sind, so viel Humor auch mit sich gebracht. Das war einfach richtig entspannt zu lesen und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, Finn und Chess, unsere zwei Hauptcharaktere in diesem Buch, haben mir richtig gut gefallen. Ich mochte alle beide und auch die ganzen Nebencharaktere, die in diesem Buch drin vorkamen, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Natürlich kennt man den einen oder anderen schon aus den vorherigen Büchern. Und was die Nebencharaktere betrifft, kann ich auch nur sagen, top, haben mir auch richtig gut gefallen, mochte ich auf jeden Fall sehr. Die ganzen Football-Jungs und diese ganze Mannschaft bringen natürlich immer eine gewisse Dynamik mit in die Geschichte und ja, das mochte ich einfach sehr und ja, ich mag halt so Football-Geschichten. Heiße Jungs. Die Charaktere sind einfach toll und man muss diese Jungs einfach lieben und ja, ich bin schon sehr gespannt auf das nächste Buch. Also ich hoffe, es wird noch ein nächstes Buch geben. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Vom Setting her befinden wir uns wie auch im dritten Teil wieder in New Orleans, was ich ja persönlich als Setting immer sehr, sehr cool finde. Ich finde, New Orleans ist eine richtig coole Stadt und dann diese Sümpfe, die noch da drumherum sind und der Bayou, das ist einfach eine coole Kulisse, wo man eine Geschichte gut spielen lassen kann und deswegen kann ich sagen, Setting hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Was den Schreibstil von Kristen Callihan betrifft, mag ich ihn auch einfach sehr. Sie hat eine verspielte, sexy Art, Geschichten zu erzählen. Ich finde ja, dass die Game-On-Reihe schon erotische Liebesromane sind. Das ist für mich kein New Adult mehr. Es sind aber erotische Liebesromane mit einem geringen erotischen Anteil im Gegensatz zu anderen erotischen Geschichten. Und das mag ich einfach. Ich mag die Mischung. Wie gesagt, ich mag die Art, wie Kristen Callihan die Geschichten erzählt. Und ich finde, sie hat einfach ein Händchen dafür, einen guten Mix aus Romantik, aus Action, aus Spannung, aus Drama, aus Humor da in diese Geschichten einzubringen. Deswegen kann ich euch die Game On-Reihe einfach nur empfehlen. Und gerade auch den vierten Teil, den mochte ich einfach sehr. Ich glaube, der vierte Teil ist so mein zweitliebster Teil, so wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Dann kommt der zweite und der erste, den mochte ich auch. Also ich mag eigentlich alle vier Bücher, aber wenn ich mich jetzt für eine Reihenfolge entscheiden würde, würde ich sagen 3, 4, 2, 1. Obwohl Drew ist einfach auch ein geiler Charakter, ne? Ah, es ist schwierig, man kann sich da schwer festlegen. Aber ich mag die ganze Reihe und wenn ihr Bock auf solche Geschichten habt, schaut sie euch auf jeden Fall an.
Damit kommen wir zum zweiten Buch für dieses Video. Und zwar ist das dieses Buch hier, Morgentau von Jennifer Wolf. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich die Bücher hier in den Hintergrund stelle, ich habe immer das Problem, weil da Gesichter vorne drauf sind, dass meine Kamera die Gesichter fokussiert und dann werde ich dunkel und unscharf. Und deswegen habe ich sie jetzt einfach mal hier hinten hingestellt. Aber ihr kennt ja die Cover von Morgentau. Ich habe Morgentau mit meiner lieben Abonnentin Heavenly zusammengelesen. Hallo, guten Tag, sei gegrüßt an dieser Stelle. Und ja, ich habe dieses Buch auch von ihr ja mit zum Geburtstag geschenkt bekommen und habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Ich habe so viel Gutes über diese Reihe gehört und ich wollte dann natürlich auch wissen, was es mit dieser Reihe auf sich hat und habe mit Heavenly dann Morgentau gelesen und ja, was soll ich sagen? Tötet mich jetzt bitte nicht, aber Morgentau war nicht mein Buch. Ich fand einfach, die Geschichte war zu jugendlich. Also ich habe einfach gemerkt, dass ich für diese Geschichte zu alt bin. Die Protagonistin war mir einfach zu unbeständig und zu naiv und ich konnte mich in sie einfach nicht hineinversetzen und deswegen, nee, also Morgentau war leider nicht mein Buch, ich werde die Reihe auch nicht weiterlesen. Es tut mir leid für alle, die Morgentau so lieben, hasst mich jetzt bitte nicht, aber es war einfach nicht meine Geschichte. Für alle, die die Geschichte nicht kennen, es geht in der Legende der vier Jahreszeiten darum, dass die Erde zerstört ist und Gaia quasi, was ja die Göttin der Erde ist, einen kleinen Flecken für die Menschheit gerettet hat. Und da leben, ich glaube, so um die 2000 Menschen auf diesem kleinen Flecken Erde. Und die Frauen regieren diesen Flecken. So, jetzt musste ich gerade nochmal gucken, wie diese Regierung der Frauen hieß. Und zwar sind das die Hüterinnen. Und Maya, unsere Protagonistin in diesem Buch, ist eine von diesen Hüterinnen. Und ja, Maya wird auserwählt von der Göttin Gaia. Und Maya soll dann einen der vier Söhne von Gaia, also es ist Frühling, Sommer, Herbst und Winter, für 100 Jahre quasi als Ehefrau an der Seite stehen. Und ja, Maya beginnt dann ihre Reise in das Reich von Gaia und lernt dann natürlich ihre vier Söhne kennen. Und es geht in diesem Buch schlussendlich darum, für wen sich Maya entscheidet und was das im Endeffekt für Konsequenzen mit sich bringt. Und ich muss sagen, dass mir das Grundkonzept der Geschichte wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich mochte den Ansatz der Geschichte, ich mochte diese Idee mit den Hüterinnen und auch mit den vier Söhnen der Gaia, fand ich richtig gut. Aber es war für mich so, ab einem gewissen Punkt in der Geschichte, dieses Buch hat ja nur so 200... Wie viele Seiten hatten dieses Buch? 230, 250 Seiten. Und ich muss sagen, dass die Geschichte für mich einfach ein bisschen wahrscheinlich zu kurz war. Also ich hätte da gerne mehr da drin gehabt, um das vielleicht auch alles besser zu verstehen. Ich fand die Entscheidung, wie gesagt, der Protagonistin nicht gut. Ich fand sie sehr übereilt und sehr überstürzt und teilweise auch sehr unüberlegt und kindisch. Und auch dann zum Ende hin, es ist jetzt schwierig, euch das zu erklären, ohne zu spoilern, aber auch gerade, sag ich mal, nach der ersten Hälfte der Geschichte, wo Mayas Entscheidung dann gefallen ist und wo sie dann halt überlegt, was sie tut, jetzt aufgrund ihrer Entscheidung. Und ja, wo sie dann halt, wie gesagt, mit den Konsequenzen ihrer Entscheidung leben muss. Und ich muss sagen, das weiß ich nicht, das fand ich nicht cool. Und ich fand, dieses ganze Drum und Dran war einfach nicht meins. Also dieses Buch hat mich absolut nicht mehr abgeholt und auch mich dann absolut nicht mehr angesprochen. Ich war froh, dass dieses Buch dann am Endeffekt nur so dünn war, auch wenn ich mir am Anfang mehr gewünscht hätte. Was den Schreibstil von Jennifer Wolf betraf, das ist ein locker leichter Jugendbuch-Schreibstil. Man kann ihn super lesen. Man kommt echt gut durch die Geschichte durch. Jetzt ist das Buch schon wieder umgefallen. Verdammt, ich lasse es jetzt liegen. Ja, also es ist eine schöne, locker leichte Jugendbuchgeschichte, aber ich glaube, ich bin einfach für die Geschichte zu alt. Ich kann es nicht anders sagen. Also ich habe es gelesen, es war einfach nicht mein Fall. Bitte schlagt mich nicht. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele von euch da draußen gibt, die dieses Buch lieben, die die Geschichte lieben, aber es war halt einfach nicht mein Fall. Aber so ist das manchmal. Ja, mehr gibt es dazu jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Gerne eure Kommentare wie immer unten in die Kommentare. Das war jetzt irgendwie doppelt gewobbelt, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, ansonsten wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.